Was geht ab, YouTube? Neues Video am Start. Ich bin heute wieder hier mit dem iPod unterwegs und wir haben letzte Mal ja schon, wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, eine Saturn Mystery Box geöffnet. Die Enttäuschung war dementsprechend sehr, sehr groß. Ich hoffe, ihr habt das Video schon abgecheckt. Ansonsten, Link ist in der Videobeschreibung. Heute haben wir uns überlegt, wir ordern Retourenpakete. Es gibt ja so einen Automat in Köln. Ich blende euch mal ein Bild davon ein. Beziehungsweise es gab einen Automat. Der wurde aber gesprengt, soweit ich weiß. Deswegen haben wir dann geguckt, wie kommen wir irgendwie an diese Retourenpakete, weil wir hatten halt uns hat's in den Fingern gejuckt, wir wollen sowas auch mal öffnen. Da bin ich auf eBay auf eine Anzeige gestoßen, da hat einer einen Konvolutverkauf von diversen nicht zugestellten Paketen. Und die werden wir jetzt einfach mal für euch unboxen und einfach mal gucken, ob sich das Ganze lohnt. Ich gehe schwer davon aus, dass wir mal wieder ordentlich von hinten, aber wir lassen uns überraschen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Paket. Heute leider in anderer Kulisse. Mein Kollege wurde rausgeschmissen von der Freundin, deshalb filmen wir heute bei der Oma. Das nehmen wir mal nicht als erstes, weil das ist ja das Größte. Wir fangen erstmal hier mit etwas Beschissenem an. Okay, wir fangen mit dem kleinsten Beschissensten an. Mal gucken, was es ist. Vielleicht mach du auf, ich schalte das Mikrofon. Uiuiui. 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 Ui Memo. Das ist natürlich dann hier mal... Dental Floss, meine Freunde. Das ist halt hier alles geschwärzt, damit man die wahren Empfänger von den Paketen nicht mehr identifizieren kann. Und wir haben hier ein... Ist für Zahnputz. Das ist ein Zahnkit. Das ist ein Zahnputzkit. Ein Zahnputzkit, aka Zahnbürste. Ja, wir blenden euch mal Bilder dann später von den Sachen ein. Close-ups. Ja, also das ist dann auf jeden Fall schon mal der erste... No-No. Das erste No-No. Weg damit, okay. Jetzt bin ich dran. Halt, das geht los mit dem zweiten. Was nehmen wir jetzt? Komm, das hier sieht auch relativ unspektakulär aus. Könnte so in Richtung Mülltüten oder dergleichen gehen. Ja. Mein Tipp ist, dass es eine Folie ist und ein Plakat. Das, was ich damals in der 7. Klasse immer kaufen musste und zu meiner Mutter rennen musste für den Unterricht. So. Spannung steigt. Folie oder ist es ein Plakat? Ich würde ja mich freuen, wenn es irgendwie in Richtung, etwas in Richtung so ein Poster oder so wäre. Dann wäre es vielleicht noch ganz witzig. Aber nein, es ist... Einfach eine Rolle mit irgendeiner beschissenen matten Folie. Das ist dann wohl auch direkt der zweite Flop. Also... Ich habe nichts erwartet und werde enttäuscht, Freunde. Also, natürlich hat das Paket schon ein bisschen gespoilert, sodass das jetzt nichts mega Geiles sein kann, aber das ist schon wieder ein absolutes No-Go. Da kommt nichts mehr, du brauchst jetzt nicht komplett ausrollen. Lass die lieber. Ich weiß, was es ist. Das ist diese Folie von vom Kunstunterricht, wo man drauf gemalt hat für Kalligrafie. Blendet euch hier mal die Preise ein für die Folie. Ja, die Preise blenden wir euch ein. Wir werden dann das Ganze auch versuchen zu verkaufen. Man muss jetzt aber ehrlicherweise dazu sagen, ein Paket hat 10 Euro gekostet. Das heißt, der Schaden hält sich in dem heutigen Video in Grenzen. Nichtsdestotrotz ist es ein, glaube ich, relativ spannendes Selbstexperiment. Okay, nächstes Paket. Alpa, du hast die Wahl. Welches willst du nehmen? Dann greift sich das wahrscheinlich Interessanteste, wenn nicht... Ja, okay, doch... Du musst aufpassen mit der schwarzen Farbe, ne? Das ist alles besprayt. Was callst du? Ich sag ein Hoodie oder so. Ich sag auch C&A Hoodie. Schaut aus da hinten raus an C&A, meine Freunde. Oh, 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 oh. Grüße L. Ist ja schon mal... Was ist das? Nein, nein, was ist das? Hey, was ist das? Das ist ein Küchentuch, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eine Küchendecke. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das? Digga, was? Mach mal auf. Digga, das ist ein Kleid, Mann. Nee, das ist... Von wo das ist? Hier ist gar kein Etikett drin. Das ist keine Marke. Ein China-Kleid. Das ist von Alibaba, jo. Wir wurden leider gescammt. Könnte aber auch so ein Sample oder so von irgendeiner upcoming Kleiderbrand. Also der nächste Flop. Wir befinden uns gerade bei circa 30 Euro reinem Minus. Wir machen weiter. Komm, mach du das auch noch auf, dann mache ich das dicke auf.
Na gut, aber nur weil es dein Kanal ist. Aber öffne das auch ein bisschen so, dass die Zuschauer das auch ein bisschen sehen können, so. Ich muss erstmal aufbekommen. Mit dem Messer besorgen muss. Heute das Ganze. Ein Anzug oder? Mit der Kleidung. Kleidung. Oh, ja. Ja, komm, pack aus den Lachs. Eine Hose. Ach du, was ist das denn? Oha, das ist ja sogar eine Cargo oder so, ne? Das ist eine China Cargo von Alibaba. What the fuck, Alter? Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Also, für die Zuschauer, die es nicht wissen, so, ich bin ja selber auch aus der Textilbranche und mir macht das hier echt so den Eindruck, als wären das so, das könnten so Samples sein, also so Produkte, die quasi noch nicht auf dem Markt sind, einfach so Testschnitte und sowas, also. Aber ich sag euch ehrlich, so die Cargo, ich mach da mal später ein Fit-Pick von, also ein Fit-Video. Ich sag mal, die sieht jetzt gar nicht mal so beschissen aus. Die ist halt extrem dünn so, aber jetzt so rein vom Look her könnte das eigentlich schon so eine klassische Streetwear-Cargo sein, oder? Was also es sieht klar nach einer Retoure aus für mich. Also ist jemand, dass dieses katastrophale Ding nicht mehr haben wollte und das weggeschickt hat. Und dann haben die zwei dumme Leute gefunden, die sich das kaufen als Mystery Box. Wir machen das ja schließlich nur für euch, Freunde. Ja, natürlich. So. Letztes Paket. Das hat jetzt sozusagen die Aufgabe, einen Verlust von Stand jetzt 40 Euro wieder wettzumachen. Ich calle, dass es sich um einen Werkzeugkoffer handelt, was ja eigentlich solide wäre. Werkzeugkoffer, ja. Nein, ich denke an das. Elektroschrott. Da hat es dem Oscar die Sprache verschlagen. Was zum Fick ist das? Bonzen Kitchen. Das ist ein Brotschneider. Wie funktioniert das? Also das ist wohl was, um Beutel zu schneiden. Also einfach um einen Beutel rauszunehmen und den zu schneiden. Katastrophal. Hä? Brauchst du eigentlich, um Gras zu verpacken? Arubea und Coca. Das jetzt nicht, aber... Verpacken muss man immer mal was. Also wir das sage ich dir ehrlich, ist vielleicht gar nicht mal so übel. Wir blenden euch hier den Preis ein davon. Ja. Und das war's soweit auch eigentlich mit den Paketen. Also wir hatten jetzt nochmal zusammenfassend, bringen nochmal gerade die Sachen. Also wir hatten jetzt einmal hier dieses Highlight, also den Verpacker. Dann die China Cargo. Das China Kleid. Zahnputzkit und die Folie. Ja, Leute, also, was lernen wir daraus? Lasst die Finger von so einem Scheiß. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe gerade nachgeschaut, es ist 30 Euro wert ungefähr im Neupreis, OVP. Deshalb, also so viel Minus haben wir jetzt nicht gemacht. Du musst es aber auch verkauft bekommen. Natürlich, ich glaube, es wird keiner kaufen. What the fuck? Ich glaube, es will keiner kaufen, aber ich meine, wir haben was im Wert von 30 Euro. Wir könnten es verkaufen, wir werden es versuchen zu verkaufen, aber mal schauen, was es wird. Lasst die Finger von sowas. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Heat hat euch gefallen. Ich hoffe, Alp hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch gefallen. Und lasst ein Like und ein Abo da. Checkt den Kanal aus für weitere Videos. Wir wollen jetzt wieder Gas geben. Ich war jetzt einen Monat inaktiv. Aber wir kommen zurück und werden noch sehr, sehr viele unnötiges Geld verschwenden, nur damit ihr Unterhaltung habt, Freunde.